Ja, es kann gut sein, dass viele Mythen und Sagen, die es ja weltweit gibt, über untergegangene Paradiese, über große Gerichte, über Fluten, ich hab mir in der Vorbereitung, aber ich habe Ihnen das dann jetzt geschenkt, weil das wäre zu viel mal aufgeschrieben, rausgesucht, an wie vielen Mythen und Sagen und in wie vielen Ländern weltweit solche Überlieferungen zu finden sind. Das ist ganz erstaunlich. Und die Bibel bestätigt ja auch, dass die Flut nicht nur ein lokales Ereignis war, sondern ein weltweites Ereignis. Ich erinnere nur an eine Überlieferung. Den Namen kennen Sie alle. Ob Sie die Sage wirklich kennen, weiß ich nicht. Sie geht auf Platon zurück, 4. vorchristliches Jahrhundert. Und zwar berichtet er vom sagenumwobenen Atlantis, das circa 10.000 Jahre vor ihm als wunderbare Welt untergegangen ist. Das war der beherrschende Weltuntergangsmythos des antiken Griechenlands. Und wir wollen jetzt in unserer Urgeschichte, wir sind schon im 13. Teil, nach dem ersten Mord der Menschheitsgeschichte, wir haben das letzte Mal betrachtet, das Kain Abel erschlagen hat, mit der vorsintflutlichen Welt und Henoch beschäftigen. Und ich wette fast, man soll ja als Christ nicht wetten, weil es da ums Recht haben geht, aber ich sage das mal so, ich wette fast, Sie haben so gut wie noch keine Predigt von diesem Abschnitt gehört, außer über Henoch, nehme ich mal an. Also jedenfalls wird ganz wenig darüber gepredigt. Und ich finde es so schön, wenn man fortlaufende Texte macht. Über manches mogelt man sich ja doch hinweg. Man kann nicht alles machen. Aber man muss auch Passagen auslegen. Und Passagen, die Gottes Wort sind, wie auch andere Stelle, die wir ganz gerne lesen und ganz gerne auslegen, betrachten. Und das ist erstaunlich, was Gott oft auch in für uns schwierige Passagen hineingelegt hat. Vielleicht ist das auch heute bei diesem Text der Fall. Weiß eine ganze Reihe Genealogien. Ich muss sagen, bei meiner fortlaufenden Bibellese, erste Chroniker und so weiter, die ganzen Genealogien kommen, also diese Geschlechterfolgen, da hole ich schon auch mal immer tief Atem. Und wenn es dann noch so seltsame Namen sind, wo du dir fast die Zunge abbrichst und dreimal lesen musst. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Mir sind da schon viele Dinge aufgegangen. Einfach treu. Ich sage treu doof, aber Sie verstehen das. Einfach treu im Vertrauen dem Herrn gegenüber. Ich will dein ganzes Wort beachten. Und auch wenn ich nicht immer gleich alles verstehe oder alles mir im Zusammenhang klar ist, ich weiß, es hat seine Bedeutung. Und aus Ehrfurcht und Respekt will ich nichts weglassen von dem, was du gesagt hast. Und so sind wir jetzt auch dann zumindest in 1. Mose 5 in einer dieser Genealogien. Aber keine Angst. Das wird jetzt nicht unser Hauptthema sein, ja? Aber so kurz müssen wir sie dann doch streifen. Wir haben in der vorsintflutlichen Welt eine geheimnisvolle Welt. Und wir haben so die Vorstellung, da sind wir eigentlich ein Opfer der Geschichtsschreibung der Moderne, dass die Menschen früher, je weiter man zurückgeht, desto primitiver und kulturloser waren. Also wir stellen uns das so steinzeitmäßig vor, der Ötzi, gell? Der Ötzi da mit Hacke und Pfeil und Bogen und Feldkleidern und Schuhe hat er so Ledersachen umgebunden gehabt. Aber das ist nicht das Bild, das die Welt zumindest von der vorsintflutlichen Zeit zeichnet. Es werden da nur Schneisen geschlagen, es gibt nur Fragmente, man kann nun kein vollständiges Bild sein. Aber vor der Flut, das war nach der Schrift offenbar eine Hochkultur. Wir haben ganz wenig, was wir da noch finden, eigentlich gar nichts, weil ja, ich habe es vorher schon gesagt, eine so große Flut über die Erde gegangen ist, dass da alles untergegangen ist. Die ersten Zeugnisse von Hochkulturen haben wir eigentlich dann nach der Sintflut. Und auch die Steinzeit, ich werde vielleicht das nächste Mal, wenn ich in die Tage Noahs komme, ein bisschen darüber sagen, die Steinzeit, die gab's, aber die gab's nicht in dem Umfang und in dem Zeitraum, wie uns das sonst in der Wissenschaft gesagt wird, sondern in der Bibel ist die Steinzeit, ich kann es ja schon mal sagen, eigentlich eine kurze Periode von wenigen Jahrhunderten nach der Sintflut, wo die Menschheit wirklich zurückgeworfen wurde auf einfachste Dinge. Aber die Welt vor der Flut, das war eine Welt, die in bestimmten Bereichen sogar der unseren Welt überlegen war. Sie mögen sagen, der ist ja aber primitiv da vorne. Aber ich glaube dem Wort Gottes, dass die Altersangaben stimmen. Ich weiß, es gibt auch symbolische Zahlen in der Bibel, das ist mir auch klar. Aber wenn mich nichts zwingt, nehme ich es wörtlich. Und ich gehe davon aus, und es gibt auch Gründe, warum diese vorsintflutliche Welt noch anders war und auch die Degeneration des Menschen noch nicht so vorangeschritten war, dass die Menschen wesentlich älter geworden sind. Und sie haben vielleicht auch gestutzt. Vielleicht haben sie gedacht, der Bruder Schäfer hat sie verlesen da vorne. Vielleicht hat er seine Brille nicht auf. Doch, er hat sie auf und er hat auch richtig gelesen. Das steht wirklich im masoretischen Text. Und wenn wir diesen Angaben folgen, dann
müssen Sie sich vorstellen, bis die Flut gekommen ist, vom Fall Adams bis zur Sintflut, sind etwa 1700 Jahre vergangen. Und von diesen 1700 Jahren circa hat nach den Angaben des biblischen Textes der Mann, der mit dem Herrn noch Gemeinschaft im Garten Eden hatte, noch 900 Jahre in dieser Zeit gelebt. Und da können Sie sich vorstellen, dass da manches Wissen, manche Dinge, die wir heute nicht mehr kennen, nicht mehr wissen, noch in diese Welt hineingekommen ist. Geheimnisse der Schöpfung, der Astronomie, der Medizin, allein das Wissen um die Heilwirkung, die Gott in die Pflanzen gelegt hat. Es ist ja vieles auch verloren gegangen mit der Flut und dann auch nachher, als die alte Welt untergegangen ist. Aber da waren viele Dinge. Aber es gab sicherlich auch okkultes Wissen und okkulte Praktiken. Hat doch der Teufel schon im Garten Eden versucht und auch erfolgreich versucht, Einfluss in die Menschheit zu nehmen. Wir lesen in 4,21 von den Anfängen der nachparadiesischen Kunst und Musik durch Jubal. Und ich habe ja Hesekiel 28, diese Urwelt, die da beschrieben wird, schon einmal ausgelegt. Schon, ich bin überzeugt, auch in der Welt Gottes gibt es Kunst und Musik. Wir lesen ja nur mal die Offenbarung. Da wird gesungen, da wird gelobt, da gibt es einen Tempel. Wenn schon im irdischen Tempel an den Stufen zum Nikanortor, zum Frauenvorhof, vom Frauenvorhof zum Männervorhof die Priesterchöre standen, was meinen Sie, was erst im himmlischen Heiligtum für Chöre sein werden? Da kann ich dann auch mitsingen. Jetzt verschone ich Sie. Peter Hust hat ja freundlicherweise mal so eine Special-Ausgabe, hat er nur mich am Mikrofon aufgenommen mit meinen Liedern. Ich habe es ihm noch gar nicht gesagt. Ich traue mich das gar nicht anzuhören, weil ich ja auch noch irgendwie fröhlich durch den Tag gehen will. Aber da können wir singen. Da können wir wirklich singen, von Herzen singen. Also Kunst und Musik, aber in der nachparadiesischen Welt war der Start durch Jubal. Manche vermuten sogar eine technisierte Welt, eine Welt, die der unseren in nichts nachstand. Das ist Erfindungskunst, geniale, auch metallverarbeitende, waffenproduzierende Möglichkeiten gab. Jedenfalls lesen wir von Tubal-Kain in 4, Vers 22, dass er damit begonnen hat. Und es begann der Städtebau. Und der Städtebau ist an für sich nichts Schlechtes. Aber es gibt den Städtebau in positiver Weise und in negativer Weise. Wir haben gestern Vormittag von der wunderbaren Stadt Gottes, die schon bereits im Himmel existiert und die auf neue Himmel und neue Erde herabkommt, wird das neue Jerusalem gesprochen. Das ist die Stadt Gottes. 2300 Kilometer im Quadrat und 2300 Kilometer hoch. Kann man sich gar nicht vorstellen. Auf einer anderen Welt natürlich. Wahrscheinlich viel größeren Erde. Aber wir haben auch den Städtebau in einer negativen Weise. Es ist immer entscheidend, sind Menschenmassen mit oder ohne Gott zusammen? Konzentriert sich und ballt sich der Mensch mit oder ohne Geist Gottes? Mit Geist Gottes, besondere Segensverheißung. Es reicht schon, wenn zwei oder drei versammelt sind. Da bin ich mitten unten. Besondere Segensverheißung. Also heute Morgen. Bibel lesen, beten, singen, auf Gottes Wort hören. In der Gemeinschaft ist etwas anderes wie allein zu Hause. Da ist sozusagen die Geistesdichte sehr hoch. Aber umgekehrt eben auch, wo Menschen ohne Geist Gottes vielleicht sogar noch von negativen Geistern inspiriert sind und wo sie sich zusammenballen, da entsteht nichts Gutes. Da haben wir die Ausreife des Bösen. Und so waren die Städte ja auch immer wieder Horte und Zentren der Gottlosigkeit. Die waren Trendsetter, die waren im Zeitgeist besonders weit. Und wir leben ja in einer Zeit der Verstädterung. Man rechnet, dass im Jahr 2050, wenn es noch so lange geht, 70% der Menschheit, heute sind es etwa 50%, 70% der Menschen in Städten oder Stadtkonglomeraten leben. Das müssen Sie sich mal vorstellen. 20% der Menschheit, das sind 1,5 Milliarden, da ziehen jedes Jahr circa 40 Millionen in die Stadtbereiche. Und wenn Sie mal wissen wollen, wie so eine Stadt aussieht, dann gehen Sie mal nach Berlin oder Mexico City oder nach Kolumbien oder sonst wo. Es ist also wirklich oft ein Hort der Gottlosigkeit. So wundert es uns nicht, dass der erste Stadtgründer, der uns genannt wird, der Mörder Kain war und nach der Flut übrigens der Urantichrist, der gewaltige Menschenjäger Nimrod, der das erste Babel erbaut hat. Aber ich finde es einen interessanten Gedanken, dass wir ja heute in einem globalen Dorf leben. Also ich meine nur nicht Langensteinbach und auch nicht Karlsbad, sondern ein globales Dorf,
das vom World Wide Web, von einem weltweiten Netz umspannt ist. Heute ist halt niemand mehr hinterm Mond, wenn er Internetanschluss hat. Heute gibt es nicht mehr das Gefälle, dass die vom Land erst mitkriegen, was es an Entwicklung in der Stadt gibt, ein, zwei, drei Wochen, Monate, Jahre später. Ja, die Mode hat in der Stadt schon wieder gewechselt, da fangen die im Dorf erst an, das zu entdecken. Das ist heute nicht mehr so. Das World Wide Web wirtschaftlich, kulturell, gesellschaftlich, zeitgeistprägend, bildet aus der Welt zunehmend eine Megacity. Ein großes Dorf, eine große Stadt ist auch nicht gut. Bei allem Guten, was auch das World Wide Web hat, ahnen wir, dass hier auch eine Möglichkeit geschaffen wird, die sicherlich auch noch einmal entartet wird. Also schauen wir uns mal die Geschlechterfolge kurz an, in Kapitel 5,1. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, dass es im Hebräischen diesen Toledot-Begriff gibt, der immer so eine Markierung ist, die 11-12 Toledot-Linie im Buch Genesis. Das sind immer Geschlechterfolgen, das heißt Nachkommenschaft, aber auch Entstehungsgeschichte. Und diese Toledot, die heißt einfach, die Geschlechterfolge heißt einfach in 1. Mose 5, Vers 1, Toledot Adam. Also die Geschlechterfolge, die Nachkommen, aber auch die Entwicklung von Adam bis Noah. 10 Geschlechter werden, 10 Generationen werden geschildert. Vom Fall des Menschen, der Austreibung bis zum großen Gottesgericht in der 10. Generation in der Zeit Noahs und seiner Söhne. Tolat ist immer, also ist verwandt mit dem Wort Toledot, ist immer der Geburts- und der Herkunftsort. Also es ist die Geschichte von Adam her und sie zeigt, was aus Adam und seinen Nachfahren geworden ist. Und da haben wir ja die ganzen Namen. Und ich bin nicht der Erste, der den Gedanken hatte, dass man ja diese Namen auch einmal in ihrer Bedeutung wiedergeben kann. Und da haben sich Brüder schon viele, viele Jahrtausende, auch Jahrhunderte, auch in den letzten Jahren gemüht. Ich erspare Ihnen jetzt die Einzelübersetzung, jedenfalls aus den Namen, wie zum Beispiel Adam, der Mensch, Seth, gesetzt und berufen, Enosch, der Schwache, der Sterbliche und so weiter, Noah, der Trost, Ruhe bringt, kann man dann einen Satz bilden. Wenn man diese Namen übersetzt und aneinander reiht, könnte man folgenden Stammbaumsatz lesen. Der Mensch gesetzt zu sterben und zum Kummer. Na, das war ja wohl nach dem Sündenfall der Fall. Der Mensch, ursprünglich gesetzt zur Herrlichkeit und der Schönheit in der wunderbaren Welt Gottes durch den Sündenfall. Der Mensch, jetzt gesetzt zu sterben und zum Kummern. Der gesegnete Gott wird herabsteigen und wird uns lehren, dass sein Tod den Verzweifelten Trost und Ruhe bringt. Eine wunderbare Prophetie. Der gesegnete Gott wird herabsteigen. Was hat der Sohn Gottes anderes getan bei seiner Menschwerdung? Und er wird lehren und er wird die eine große Gottestat vollbringen, sein Aushauchen, sein Sterben am Kreuz auf Golgatha. Der bringt den Todgeweihten das Leben, dass sein Tod den Verzweifelten Trost und Ruhe bringt. Ich habe noch eine zweite Übersetzung. Der Mensch, dem Gesetz ist Sterblichkeit und der Kummer. Der gesegnete Gott wird herabsteigen und lehren, dass der Spross, der Mann aus Nazareth, aus der Sprossstadt, dass der Spross, der Mann mit dem Speer, überwinden wird und Trost und Ruhe bringt. Das steht also verborgen in diesen Namensbedeutungen, die ja sicherlich kein Zufall sind. Und so kann man eben dann auch einmal so eine Geschlechterfolge betrachten und lesen. Das ist allerdings mühevoll, wenn man einzelne Namen dann übersetzen und aneinander bringen muss in einer sinnvollen, geistgewählten Reihenfolge. Ja, wie ging's weiter nach Adam? Schlecht. Wie geht's? Schlecht. Aber hätten Sie die Menschen damals gefragt, dann hätten die vielleicht, naja, kommt drauf an, wen man fragt, aber eine ähnliche Antwort gegeben wie die westlich geprägte abendländische Welt heute. Es ging der Welt noch nie so gut und im gewissen Sinn stimmt das. Aber von Gottes Augen, von Gottes Sicht aus, mit Gottes geistlichem Röntgenblick aus gesehen, schlecht. Und es wurde immer schlechter. Die Sünde reifte aus bis zum Höhepunkt und dann blieb Gott nichts anderes übrig, als das Gericht der Flut zu senden. Wir haben in dieser Toledot eine gewisse Monotonie. Wir haben es jetzt nicht gelesen. Aber Sie haben ja den Text vor sich und ich hoffe, Sie haben es auch irgendwann schon mal gelesen. Wenn nicht, können Sie das ja noch tun.
Polydot Monotonie. Und da ist auch schon eine Aussage drin. Er war so und so alt, er zeugte den und den, danach lebte er noch und dann starb er. Zeugte den und den, lebte danach noch, war so und so alt und starb. Lebte und starb, lebte und starb, lebte und starb. Achtmal. Das ist eine Grundaussage. Jetzt ist unser Leben unter der Macht der Trennung von Gott. Und unser Leben hat das Ziel, wenn wir nicht erlöst sind, der Grube, des Grauens, des Hinabfahrens ins Totenreich. Der Mensch ist es seit diesen Tagen gesetzt zu sterben. Und Mose sagt, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, Psalm 90, auf dass ich klug werde. Und was ist klug? Naja, also man muss mindestens einen Doktortitel haben. Nein, klug ist, wer sich an Gott hält. Weise ist, wer Jesus akzeptiert. Torheit und Dummheit nach der Bibel ist, sich von Gott zu trennen. Das ist ein ganz anderes Denken. Am Ende steht der Tod, Tolodot, Monotonie. Und wir haben dann den ältesten Menschen, Methusalem, der ist ja sprichwörtlich geworden, Methusalem, 969 Jahre. Interessant, dass auch kein Mensch älter wie 1000 Jahre wurde, wie ein Gottestag. Und ich habe es mal nachgerechnet, als junger Gläubiger habe ich gesagt, vielleicht haben die sich in der Bibel verrechnet. Und da lebte einer, der nicht zu den Söhnen Noahs und den Frauen gehörte, länger als die Flut gekommen ist. Und das war auch nicht der Erste, der das entdeckt hat. Wissen Sie, wann Methusalem starb? Genau im Jahr, als die Flut kam. Ob er in der Flut umgekommen ist oder vorher gestorben ist, das weiß ich nicht. Und nun haben wir zwei Menschheitslinien, die uns hier dargestellt werden. Eine Segens- und eine Fluchlinie. Die Seth- und die Kainslinie. Wir haben eine Fluchlinie, die vom Brudermörder Kain ausgeht und seine Nachkommen. Und wir haben eine Segenslinie von Seth, der im gewissen Sinn der Ersatz von dem ermordeten Abel ist. Und da haben wir eine Segenslinie, die letztendlich, wenn man die Bibel im Ganzen liest, bis hin zu Jesus führt. Denn in dieser Linie ist nicht nur Henoch, ist nicht nur Noah, sondern auch nachher Abraham, Isaac, Jakob, David, Jesus. Das ist die Segenslinie. Das heißt aber nicht, dass da alle tippitoppi waren, wie wir hier auf der langen Steinbacher Höhe. Sondern wir sehen ja als Begründung für die Flut, dass nur 8 Seelen gewürdigt wurden, durch die Flut hindurch gerettet zu werden. Also auch in der Seth-Linie war nicht alles eitel Sonnenschein, im Gegenteil. Aber es war doch der Segensträger, aus dem immer wieder Glaubens- und Gottesmenschen hervorgegangen sind, wie etwa die bereits genannten Henoch und Noah. Der siebte in der Seth-Linie war der Geweihte. Henoch heißt der Geweihte. Wir werden uns ja noch mit ihm beschäftigen. Henoch, der Geweihte. Der siebte in der Kainslinie war der potenzierte Kain, der Gewaltmensch Lamech. Kain war ein Brudermörder aus Neid, aus Eifersucht und Nichtbereitschaft, sich vor Gott zu beugen. Lamech sagt voller Stolz, für eine Wunde erschlug ich einen Jüngling, für eine Strieme einen Mann oder war es umgekehrt. Also verrückt. Stellen Sie sich das mal vor. Ihnen nimmt jemand die Vorfahrt, Sie steigen auf, ziehen Ihren Revolver und schießen in den Kopf. Lamech. Für irgendeine Kleinigkeit. Und dessen rühmt er sich noch. Und wenn kein siebenfältig gerecht werden soll, dann übe ich maßlose Rache, 77-fach. Und er war auch der Erste, das ist auch bezeichnend, denn das Urmodell der Ehe ist die Ein-Ehe, also die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Sagt man da Ein-Ehe? Ja, also ich glaube schon, ja. Ein-Ehe. Und er war der Erste, der eine Vielehe hatte. Er hatte nämlich zwei Weiber, zwei Frauen, Ada und Zilla. Ja, Gott hat es nachher geduldet. Er sagt sogar zu David, wo er in der Sache mit Batseba gefallen ist, ja, David und Batseba. Und sagt er doch, ja, hättest du mich gebeten, ich hätte dir noch weitere Frauen gegeben. Aber das war zu sagen eine Notordnung. Der ursprüngliche Gedanke Gottes ist ein Mann, eine Frau, ein Mann. Heißt ja zum Beispiel auch als Glaubensvoraussetzung für einen Ältesten Mann einer Frau, ja, nicht von mehreren Frauen. Und es wird sein, dass dieser Gewaltmensch anfing mit der, man sagt ja schon so, Viehweiberei. Und die Kainslinie ist ja mit der Flut vollständig untergegangen, während bei der Seth-Linie, der Segenslinie,
Noah, seine drei Söhne und die drei Frauen, die vier Frauen überlebt haben, somit insgesamt acht. Von Anfang an war ja die Kain-Linie auf der Flucht. Wir lesen in 4,16, Kain ging weg vom Angesicht des Herrn. Das ist eine Linie, die innerlich und äußerlich flieht, die auf der Suche nach dem Glück und dem Leben und dem Spaß und der Erfüllung von Gott weggeht. Vielleicht sind hier heute auch welche unter uns. Glück will ich haben, Leben will ich auch haben, Spaß will ich auch haben. Und wo finde ich das? Auf dem Kreuzfahrtschiff, der Spielbank, Tanzboden dieser Welt? Macht uns die Welt glaubend. Aber Gott sagt, klug und weise ist, wer zu mir kommt. Wirkliches Leben, wirkliches Glück. Also die Kain-Linie hat von Anfang an diesen Zug weg vom Angesicht des Herrn. Sie lebt ohne Gott und jetzt, Achtung, wichtig, auch wegen der Parallelität dieser vorsintflutlichen Welt mit der Welt heute. Denn Jesus sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Damit meint er nicht nur das Gericht der Flut und die anderen Dinge, sondern auch die Zeitumstände, die Gesellschaft in der vorsintflutlichen Welt. Also alles, wir können praktisch in die Vergangenheit gucken und lernen für die Zukunft. Toll, hä? Sagt mir auch in der Geschichte. Wer die Vergangenheit kennt, der hat ein Stück weit auch einen Blick, eine Perspektive, wie es weitergehen könnte. Aber bei der Bibel haben wir sogar göttliche Offenbarung. Also es ist ein Leben ohne Gott, aber durchaus mit Kultur, Ideenreichtum, Produktionssteigerung, Städtebau und so weiter. Wir haben es mit einer hochstehenden, prosperierenden Wohlstandsgesellschaft ohne Gott zu tun. Wie heute im westlichen Abendland. Gerade in den Staaten, die das Christentum als Staatsreligion hat, ist der Abfall mit Händen zu greifen. Wie heute. Je besser es geht, desto weniger wird nach Gott gefragt. Das gilt leider nicht nur für die Weltmenschen. Das kennen wir auch aus unserem eigenen Leben, stimmt's? Nach 1945 waren die Kirchen voll, Deutschland lag am Boden. Die Sinnfrage wurde ganz neu gestellt. Für was leben wir? Was hat Zukunft? Heute sind die Kirchen leer. Gut, ich gebe zu, das liegt nicht nur am Wohlstand. Das liegt natürlich auch, dass von mancher Kanzel heute gar kein Evangelium mehr gepredigt wird und kein Brot mehr dargereicht wird. Aber es hat eben auch zu tun mit dem Wohlstand, der Entfernung von Gott, dem inneren Leben ohne Gott. Man sagt so umgangssprachlich, ich weiß nicht, ob Sie das in ganz Deutschland kennen, also in Süddeutschland, wir kennen es, Gott einen guten Mann sein lassen. Das heißt, mag es geben oder mag es nicht geben, die wussten ja noch in der vorsintflutlichen Welt, Adam hat ja sagen können, noch 960 Jahre, 930 Jahre, ich habe ihn gesehen, Und auch Kain konnte sagen, habe ihn erlebt. Feuer Gottes fiel vom Himmel und verzehrte das Opfer Abels, wahrscheinlich war es so. Er hat mit mir gesprochen, dass es Gott gibt, das war da keine Frage. Aber man ließ Gott einen guten Mann sein. Das heißt, er war so im Bild ein alter Mann, der so auch ein bisschen hilflos da sitzt und dem Treiben dieser Welt zuschauen muss. Und das haben wir sehr stark in der Kainslinie, die durchaus große Kulturleistungen hervorspringt. Bruder Pasetag spricht sogar von der gesteigerten Kultur der Kainaiten. Und es ist erstaunlich, dass wir sagen können, der Begründer der Weltkultur in der nachparadiesischen Zeit, das war der Mörder Kain und seine Linie. Natürlich, Seth wird auch seine Errungenschaften gehabt haben, aber es wird ausdrücklich als Träger der menschlichen Kultur die Linie Kains genannt. Wolfgang Jugel etwa schreibt in seinem sehr empfehlenswerten Buch Urzeit und Endzeit, ich habe irgendwie in meinem Buch lag ein Brief von Robert Schad, ich weiß gar nicht, wie der da reinkommt, 1973 hat er diesen Brief geschrieben und er schreibt dort, lieber ich ändere mal die Namen, lieber sowieso, ich kam nach 7 Wochen Krankenhausaufenthalt gerade in diesen Tagen aus dem Krankenhaus zurück. Ach so, Robert Schad ist der erste Hausvater der Langensteinbauhöhe, Liebenzeller Missionar. Hoffentlich macht der Liebe innerlich vorwärts. Ah, fand ich schon einen wunderbaren Satz. Hoffentlich geht's voran. Könnte Robert Schad auch uns schreiben, hä? Hoffentlich geht's voran.
Und dann, jetzt wegen diesem Buch, anbei übersende ich dir das neueste Buch von Wolfgang Jogl, Urzeit und Endzeit. Ich hatte es auch geschickt. Lies es langsam und vorsichtig. Es ist etwas vom Besten, was ich je in die Hände bekommen habe über die Urgeschichte. Wow! Und aus dem Buch, da möchte ich Ihnen jetzt mal kurz ein paar Sätze nennen. Wie Wolfgang Jogl sagt, ja, die gesteigerte Kultur der Kainaniten, das kommt eben von Kain, dem Stammvater der Städtegründer, von Jubal, dem Stammvater der nomadischen Hirten, von das war Jabal, von Jubal, dem Stammvater der Musiker, und von Tubal-Kain, dem Stammvater der Schmiede von Gerät und Waffen. Und das Erstaunliche ist, dass diese Kulturen förmlich wie vom Himmel gefallen sind. Und wir werden das nächste Mal, wenn wir über die Tage Noahs reden, dass das wirklich so auch ganz buchstäblich gewesen sein kann. Also nicht, dass da irgendwas Technisches vom Himmel gefallen ist, aber dass die Mächte in der unsichtbaren Welt einen massiven Zugang hatten über eine unsichtbare Luftbrücke in die vorsintflutliche Welt. Und das war mit ein Grund für die große Gerichtskatastrophe der Flut. Und diese vorsintflutliche, prosperierende Wohlstandsgesellschaft im Wohlleben ohne Gott war auch eine zutiefst okkulte Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die ihre Türen weit geöffnet hat für Geister, Mächte und Dämonen. Voilà! Machen Sie die Augen auf, was heute los ist. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Und wenn wir jetzt noch die Seetlinie betrachten, dann müssen wir sagen, in der Seetlinie haben wir jedenfalls von den Berichten her, und der Geist Gottes kennzeichnet ja immer, er greift immer etwas heraus, was kennzeichnend ist, da haben wir keinen, der in dieser Weise seine Kraft und sein Leben investiert hat in die Dinge dieser Welt, also Städte gebaut, große Kunstwerke geschaffen und so. Bitte, das muss nicht absolut sein, aber es wird nicht davon berichtet. Sondern ich nehme mal gerade Henoch und nehme Noah, was haben die mit ihrem Leben angefangen? Haben die Imperien aufgebaut, haben die Städte gebaut? Haben die versucht, beruflich möglichst weit voranzukommen, viel Geld zu verdienen, möglichst viel Spaß zu haben? Nein. Noah baute Arche, um zu retten. Und Henoch wandelte mit Gott. Das war sein Leben. Und da merken wir schon die Botschaft, die da drin liegt. Man kann sich in dieser Welt verlieren. Man kann sich in Kultur und im Schönen dieser Welt verlieren. Das muss nicht unbedingt Sünde sein. Denken Sie auch an das Sendschreiben von Sardes. Sardes, die eingeschlafene Gemeinde, die hat nicht viel gesündigt in dem Sinn, dass die in Mord und Totschlag und Ehebruch und so weiter gelebt hat, sondern es war das Problem, das auch unsere Zeit heute kennt, die tausenderlei Möglichkeiten, das sich verlieren in dieser Welt und das Aufgehen in dieser Welt, auch als Glaubender. Und dann lebt man am Eigentlichen vorbei. Und deswegen ist Henoch und Noah so ein Vorbild, weil sie in antichristlicher, dem gesellschaftlichen Trend widerstrebender Weise ihren Weg mit dem Herrn gehen. Sie haben sich auf das Wesentliche konzentriert. Deswegen darf man trotzdem reisen, deswegen darf man trotzdem Kultur und all die Dinge haben und schöne Musik. Nur es muss an dem Platz sein, unter dem Glaubensleben, unter dem Dienst. Das ist entscheidend. Und das ist die große Gefahr, denn der Teufel will auch uns Glaubende immer von dieser Innenbeziehung in die Außenbeziehung ziehen. Schauen Sie mal im Land der Reformation, das ist also Deutschland, man mag es kaum glauben, aber es war das Land der Reformation. Was ist aus diesem Land geworden? Wir haben im 19. Jahrhundert den Kulturprotestantismus. Da wurde daraus gemacht, die Veredelung, die christliche Veredelung der Gesellschaft durch Kunst, Literatur und Bildung. Ich habe nichts gegen Kunst, Literatur und Bildung, aber das ist nicht das Eigentliche, sondern das Eigentliche ist, seine Knie, wie wir es auch gesungen haben, vor Jesus zu beugen und sich ihm zu weihen und ihm zu leben. Wir haben dieser Tage gesprochen, der hohe Priester hat ja die Siegelschrift auf einer Goldplatte, heilig dem Herrn, das sollte auf unserer Stirn stehen. Es ist mit das Größte, wenn wir sagen können, oder wenn Gott von uns sagt, er ist mein Knecht. Natürlich sind wir auch Kinder und Söhne, aber mein Knecht, er hält sich an mir, an mich. Also Sardes ist so ein bisschen das Negativbeispiel im Neuen Testament. Und wir haben
kulturgeschichtlich im Mittelalter den großen Wechsel gehabt, auch den Niedergang dann des Christentums, auch schon früher, aber und da wurde der Mensch, die Antike wurde ja neu entdeckt, er wurde vom Fiat Mundi zum Faber Mundi. Fiat Mundi, also man verstand früher, nicht alle, aber im Groß, den Menschen als ein Wanderer zwischen den Welten. Also der Mensch kommt hier auf diese Welt und sein dringlichstes Ziel ist, durch diese Welt so zu wandern, dass er in die himmlische Welt kommen kann. Verstehen Sie? Also deswegen hat sich Luther noch gefragt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das fragt sich doch so gut wie niemand mehr. Viator Mundi, Wanderer zwischen den Welten. Und dann gab es den Wechsel zum Faber Mundi, zum Gestalter der Welt, zum Herrn der Welt. Humanismus, zu dem, der in Kultur, in Wirtschaft und in aller möglichen menschlichen Weise dieses Leben hier perfektioniert, kultiviert und entfaltet. Das ist der Unterschied. Und die Frage ist natürlich, sind wir Faber Mundi oder Viator Mundi? Auf welchem Weg sind wir? Was ist uns wichtig? Was prägt unser Leben? Wofür verwenden wir Zeit und Energie? Und es ist erstaunlich, dass der Herr in seinem Gleichnis in Lukas 8 ja vom vierfachen Wortsamen eine dritte Gruppe kennt, die durchaus gläubig ist, die aber fruchtleer bleibt, weil die Sorgen und das Wohlleben und all die Dinge die Frucht ersticken. Ich sage nicht, die sind nicht gläubig, aber sie bleiben fruchtleer. Jetzt müssen wir natürlich auch noch unseren Enosch, bevor wir dann zu Henoch kommen, ins Visier nehmen. Enosch, vielleicht ist Ihnen das beim Lesen aufgefallen, über den wird ja etwas Seltsames gesagt und ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Es heißt ja, Adam erkannte er abermals seine Frau, Vers 25, viertes Kapitel, gebar Sohn, sein nannte ihn Seth. Neuanfang, Neugründung kann man das übersetzen, denn Gott hat mir einen anderen Sohn für Abel gegeben. Übrigens, Eva ist jetzt hier demütiger als, können Sie sich noch erinnern, wo sie sagt, ich habe einen Mann, ich, Yahweh, einen Mann Gottes geboren, ich. Da war die ja, und jetzt beim zweiten hat sie gemerkt, das ging aber in die Hosen, aber sowas von wegen der Mann Gottes, das war ein Mörder, der hat meinen zweiten Sohn, den Abel, umgebracht, wenn es nicht sogar der Zwillingsbruder war. Und beim zweiten sagt sie nur, Gott hat mir gegeben. Also da ist was geschehen. Und jetzt Seth zeugte einen Sohn und nannte ihn Enosch. Das heißt, der schwache, hinfällige, sterbliche Mensch. Und dann die komische Formulierung, vielleicht kam es Ihnen gar nicht komisch vor, zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Oh, ist ja toll. Ist ja echt toll. Endlich fängt man wieder an, richtig zu beten. Diese Auslegung gibt es, aber ich bin mit der ganzen jüdischen Auslegungstradition und vielen Auslegern auch hier in unserer Linie auf der Langen Steinbacher Höhe der Meinung, dass es hier um etwas Negatives geht, um den Schemmmachen, um den Vorstoß in die transzendente Welt, das Anrufen in okkulter Weise und den Missbrauch zu Wahnhaften des Namens Gottes. Und damit begann schon in der dritten Generation nach Adam eine okkulte Linie. Eigentlich begann sie mit Kain, denn es heißt 1. Johannes 3, Vers 12, Kain war aus dem Bösen. Und das ist so unheimlich, das hat sich so gesteigert. Übrigens, wenn Sie sagen, das kann doch nicht sein. Hey, das kann doch nicht sein. Ja, schauen Sie, der Enkel von Mose, Seth war ja, Enosch war ja auch der Enkel von Adam und Eva, der Enkel von Mose führte den Götzendienst ein in Israel oder mit ein. Können wir lesen. Und jetzt geht diese Linie von dieser Dämonie und diesen unheimvollen Mächten der Verbindungsaufnahme mit der transzendenten Welt, den Kosmokratoren, den Mächten der Finsternis, die geht von der dritten Enosch-Generation und steigert sich immer mehr bis zur zehnten Generation. Und dann sagt der Herr, die ganze Erde war verderbt in seinen Augen. Verstehen Sie, das hat etwas zu tun mit dem Öffnen für die Finsterniswelt. Es wird sein, wie in den Tagen Noahs. Einen Schem machen. Den Namen des Herrn missbrauchen, das kennen wir auch heute im Satanismus und in anderen Dingen. Also wir wollen das abschließen. Wir haben in vorsinnflutlicher Zeit eine nachparadiesische Welt der zunehmenden Entfremdung von Gott, die aber durchaus kulturelle, wirtschaftliche und bauliche Höchstleistung hervorbrachte. Die Folge war nicht nur Wohlstand, sondern auch Stolz und Glauben an eigene Stärke.
Das ist so. Selbst wir Glaubenden haben ja das Problem, wenn uns etwas gelingt, wenn wir meinetwegen beruflich erfolgreich sind oder finanziell es gut bergauf geht, dass wir uns das doch ein Stück weit selber zurechnen. Und meine Beobachtung ist, bei mir selber und bei anderen, je besser es uns geht, desto mehr stehen wir in der Gefahr, uns nicht auf den Herrn, sondern auf uns, auf unser Geld oder unsere Möglichkeiten zu verlassen. Das ist eine große Versuchung. Man kann sehr reich sein und trotzdem sein Vertrauen auf den Herrn setzen. Siehe Abraham. Das geht. Drum sagt Paulus, den Reichen in der gegenwärtigen Weltzeit gebiete ich, freigebig zu sein, das heißt nicht am Geld zu hängen und am Besitz, und in der Abhängigkeit, ich sage es mit eigenen Worten, in der Abhängigkeit von Gott zu leben, ihr Vertrauen nicht auf ihren Reichtum zu setzen. Das ist die große Gefahr. In der Noah-Generation, in den Generationen vor der Sintflut, prosperierende Gesellschaft mit gesteigerter Gottlosigkeit, aber kulturell prosperierend, wirtschaftlich stark. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Und Paulus sagt im Römerbrief, dass je mehr man Gott verlässt, und das wird mir in diesen Tagen immer, immer größer, ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, macht ja auch nichts, dass es heißt, je mehr sie Gott nicht als Gott ehrten, als Schöpfer verehrten, Römer 1, desto mehr gab er sie dahin. 24, 26, 28, dreimal, er gab sie dahin. Und lesen Sie mal, in was er sie dahin gegeben hat. Sexuelle Dinge und so weiter. Lesen Sie das mal, das ist wie heute geschrieben. Da sie Gott nicht ehrten, in ihrem Denken verfinsterten. Man glaubt die unmöglichsten Dinge, zum Beispiel, dass alles aus dem Nichts entstanden ist. Glaubt man. Und wenn man nur lang genug ein paar Atome in ein Glas wirft, in eine Suppe und rumrührt, dann wird schon irgendwann eine Kaulquappe rauskommen. Glaubt man. Müssen halt 4 Milliarden Jahre rühren. Schauen wir uns noch den Henoch an. Aus der Seth-Linie kommen ja zwei, die sind ganz positiv. Noah werden wir das nächste Mal betrachten, aber jetzt lesen wir von dem einen, von dem es heißt, er wandelte mit Gott. Nur bei einem heißt es nicht, und er starb, sondern weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er wurde nicht mehr gesehen. Ja, was war denn da los? Was ist mit dem Eingeweihten gewesen? So seine Namensbedeutung. Was ist ein Wandel mit Gott? Und das ist jetzt interessant, und da merkt man auch, wie jüdische Ausleger so daneben liegen können, wenn man das Neue Testament nicht hat. Etwa Samson, Raphael Hirsch und viele anderen sagen, na, das ist negativ. Der Henoch, der wandelte mit Gott, das ist so, der hat das Eremitendasein, das Alleinsein mit Gott der menschlichen Gesellschaft vorgezogen. Dann sagen sie, das ist negativ. Das will Gott nicht. Gott will, dass wir uns in der Gesellschaft, in Ehe, Familie, Beruf bewähren, nicht von der Welt fliehen, aber nicht weltförmig werden. Da haben Sie recht, stimmt's? Da haben Sie recht. Eremitendasein ist bis auf Ausnahmefälle nicht nach dem Wunsch des Herrn. Und da sagen Sie, das ist hier gemeint. Henoch wandelte mit Gott, also der ist irgendwo in die Wüste gegangen und ward nicht mehr gesehen, denn er wandelte mit Gott. Aber das Neue Testament sagt uns ganz klar, dass es so nicht war. Und da merkt man, man kann die Bibel vorwärts und rückwärts auswendig können, und das konnten die jüdischen Kommentatoren von dem Tenach, und trotzdem daneben liegen. Hä? Das sollte uns auch demütig machen, wo wir doch manchmal so gewiss sind, dass wir es richtig wissen und richtig erfasst haben. Also es ist falsch, wie das da gesehen wird. Denn Hebräer 11, Vers 5 sagt, durch Glauben, durch eine Vertrauensbeziehung mit Gott wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Vor seiner Entrückung hat Gott ihm bezeugt, dass er Gott wohlgefalle. Wow, wie er ihm das wohl gezeigt hat. Wer weiß, wie bald die Entrückung ist, und werden wir auch dieses Zeugnis bekommen, Gott wohlzugefallen? Henoch ist ja das Modell für die endzeitliche Gemeinde, die vor dem Zorn Gottes entrückt wird, und Noah das Modell für Glaubende, die durch die ganze Drangsal Jakobs, durch die ganze letzte apokalyptische Zeit hindurchgehen müssen, aber dennoch für den Herrn bewahrt werden. Henoch wird vorher entrückt, Noah muss hindurch. Aber beide sind Glaubende. Beide wandelten mit Gott. Was heißt denn das jetzt? Was heißt denn wandeln mit Gott? Es heißt ja bezeichnenderweise, und das ist schon ein erster Hinweis, nicht er stand still mit Gott. Hätte sie auch heißen können. Er war ganz nah bei Gott, die standen beide still. Nein, Gott ist Leben, Gott ist Begegnung. Gott ist unterwegs, Gott ist Dynamik. Wir haben gestern über das Neue Jerusalem gesprochen, da gibt es den Strom des Lebens. Ein Strom fließt, es ist keine Pfütze, die steht.
Da gibt es die Bäume, die wachsen, die Blätter zur Heilung hervorbringen, die Frucht haben, der Baum des Lebens. Da gibt es Lob, da gibt es Dienst, da gibt es Entfaltung, da gibt es Lebensmehrung. Mit Gott unterwegs zu sein, heißt in Bewegung zu sein. Wer meint, er kann nur, mag die Tradition noch so positiv sein, mit dem Rückspiegel das gegenwärtige Leben und die Zukunft gestalten, der wird scheitern. Und wenn wir zu weit hinterhängen, dann muss Gott ganz schön ziehen, dass wir noch mitkommen. Er lebt gerade bei einem Bruder in diesen Tagen, der hat irgendwie abgehängt und jetzt zieht Gott, er zieht. Aber es ist für ihn sehr schmerzhaft. Es ist viel Zerbruch, aber er zieht. Gott lässt seine Hand nicht los. Und von Henoch wird gesagt, er stand nicht still, er hatte diese Glaubensdynamik in seinem Leben. Er traf sich mit Gott nicht nur hin und wieder, vielleicht sonntags morgens am 5.6.2016. Er traf sich mit Gott nicht nur, wenn es ihm schlecht ging oder er Hilfe brauchte. Nein, er war mit ihm unterwegs. Mann, das verstehen wir auch so. Also wenn in einer guten Ehe, sagt man auch nicht, wir sehen uns ab und zu und besprechen ein paar Punkte, was alles organisatorisch zu klären ist. Das ist doch keine gute Ehe. Klar muss das auch sein, logisch. Also wenn so ein Seminar wie zur Zeit ist, da kann es sein, dass ich nicht 5 Minuten mit meiner Frau über... Also nur so ein paar Punkte, die halt sein müssen. Kennen Sie alle, wenn anstrengende Zeit ist. Aber das ist doch nicht unsere Ehe. Und hoffentlich Ihre auch nicht. Man tauscht sich doch aus. Man will beieinander sein, man begegnet sich. Das ist mit Gott wandeln. Zu Gott mit allem kommen. Und Gott freut sich. Sie sind am Boden, kommen Sie zum Herrn. Sie freuen sich, kommen Sie zum Herrn. Sie wissen nicht mehr weiter, kommen Sie zum Herrn. Ihre Enkel treiben Sie bald in den Wahnsinn, kommen Sie zum Herrn. Ihre Ehe ist zerbrochen, kommen Sie zum Herrn. Ihr Geschäft läuft gut, kommen Sie zum Herrn. Das klingt so banal, aber das ist es. Jesus hält unsere Hand und wir halten seine. Klar, ich weiß, paulinisch, wir sind in ihm und er in uns. Aber das Bild ist ja, wir... Eigentlich hält ja Jesus uns. Ja? Sie kennen ja dieses Sandspurenbeispiel, wo der Gläubige im Rückblick sein Leben sieht und er sieht die Spur Jesu immer neben seiner im Sand. Und dann kommt eine gefährliche Stelle an Klippen. Peter, du kennst es klar, das ist die Geschichte schon, ist natürlich erfunden, ist klar. Aber und dann sieht man nur eine Spur und dann fragt der Glaubende den Herrn, ja, aber wo warst du da, wo ich dich besonders gebraucht habe? Und dann sagt der Herr, da habe ich dich getragen. Das ist Jesus, das ist Wandeln mit Gott. Er hatte offensichtlich ein einschneidendes Ereignis mit 65 Jahren. Er wandelte danach 300 Jahre mit Gott und wurde dann so Art entrückt. Man fand ihn nicht wieder. Die haben ihn gesucht. Vielleicht, wenn die Gemeinde entrückt ist, dann werden wir auch gesucht. Hier gab es ja mal ein Ehepaar, das irgendwo auf den Kanaren oder sonst wo war und die zur falschen Zeit oder zu früh schon den Gottesdienst Livestream und damals wurde schon hier der Saal dann in einem Bild gezeigt, übertragen wurde und da war niemand drin. Und da haben die zwei gedacht, oh nein, wir sind im Urlaub und die sind entrückt worden. Aber dann schob sich ein gewaltiger Schatten durch dieses Bild. Das war ich. Und da haben sie gesagt, ha, so ein Glück, der ist noch da. Dann scheint es noch nicht der Fall gewesen zu sein. Henoch hat offensichtlich eine Offenbarung gehabt. Es gibt ein apokryphes Henoch-Buch. Judas zitiert es und er sagt, Henoch prophezeite von der Welt, die im Gericht untergehen wird. Er hat wohl schon gewusst, deswegen auch die Namen, die gegeben wurden, es kommt einige Generationen nach mir das Ende, das große Gericht. Wissen wir auch. Lesen Sie doch mal die Offenbarung. Es geht dem Herrn entgegen, aber vorher geht es in die apokalyptischen Gerichte. Wissen wir auch. Und jetzt die richtige Konsequenz ziehen. Was ist die richtige Konsequenz? Ganz mit Jesus. Ganz mit Jesus. Ob die letzte Zeit in 10 oder in 30 Jahren kommt, spielt ja gar keine Rolle. Es kann ja sein, in 5 Jahren ist für uns persönlich hier zu Ende. Und da wollen wir mit Jesus starten. Da wollen wir mit Jesus Hand in Hand gehen. Da wollen wir mit Gott wandeln. Ich habe dieser Tage an einer Wirtschaftsseite eine Anregung zur Nachfolge bekommen, die ich nie erwartet hätte. Da geht es also um Wirtschaftssachen und wirtschaftliche Entwicklung und so weiter und so weiter. Und Mark Lundin schreibt dann, jeder Einzelne wird von der kommenden Krise betroffen sein. Es ist naiv, etwas anderes zu glauben. Handeln Sie also klug, da kommen seine Tipps. Wenn Sie mit Gott im Reinen sind, dann zeigen Sie etwas mehr Wertschätzung für all die guten Dinge in Ihrem Leben. Hätten sich die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft die 10 Gebote zu Herzen genommen
und nicht gelogen, gestohlen oder betrogen, dann würde sich die Welt heute sicherlich in einer anderen Situation befinden. Super. Super. Hat er einfach einen Artikel über Wirtschaft, Fachartikel. Und so hat es vielleicht im Alter von 65 durch die Offenbarung Gottes bei Henoch gewackelt. Und von da an wandelt er mit Gott. Ist er mit Gott unterwegs. Er will Gott ehren. In 1. Samuel 2, Vers 30 heißt es, ich will ehren, die mich ehren. Er eilt nicht voraus, er hinkt nicht nach, sondern er war da, wo Gott ihn haben wollte, neben sich. Man konnte Henoch gar nicht ohne Gott begegnen. Wer Henoch begegnete, hatte früher oder später auch eine Begegnung mit Gott. Was für ein Zeugnis. Kann man von einem Menschen etwas Größeres sagen? Unser früherer Bundespräsident und sein Vater, Prediger Ewald Rau und Johannes Rau, Johannes Rau war der Bundespräsident, sie haben, der eine auf seinen Grabstein, der andere bei seiner Todesanzeige, beide Matthäus 26, Vers 71 niederschreiben lassen, auch dieser war mit Jesus von Nazareth. Ach, was wäre das schön, wenn man das vor uns sagen könnte. Nicht, die waren perfekt, nicht, die waren besser, nicht, da war keine Sünde, nicht, da waren keine Fehler. Darum, die waren mit Jesus unterwegs. Das ist das Entscheidende. An der Hand. Nicht 100 Meter hintendrein, nicht 50 Meter voraus, nicht 50 Meter daneben. Bei Jesus. Und dort, wo er uns haben will. Was würde Jesus von uns sagen? Er war überall da, wo es was zu verdienen gab oder wo es gesellschaftliche Anerkennung und Beifall von Menschen gab oder sich gut leben ließ oder dort, wo Gott war. Der war auch mit Jesus. Und das kann dann ganz praktisch so sein, damit will ich schließen, wie das, Sie haben die Geschichte sicherlich einmal gehört, bei dem Olympiasieger Erik Liddell der Fall war. Ich will ehren, die mich ehren. Gott hat Henoch geehrt. Was gibt es Größeres, als geehrt zu werden, unmittelbar in die Gemeinschaft und Herrlichkeit Gottes genommen zu werden. Es hebt uns gar nicht mehr vom Hocker, aber das ist so. Erik Liddell war Sohn von China-Missionaren, wurde später selber Missionar, ist dann im Internierungslager 43 umgekommen, 1943, 1902 geboren. Und da war eigentlich absoluter Favorit für die Olympischen Spiele auf der 100-Meter-Strecke. Schottischer Meister und so weiter, Weltrekordhalter. Aber dummerweise, ich weiß nicht mehr, waren es die Vorläufe oder der Endlauf, ist irgendein Lauf auf einen Sonntag gelegt worden von den Organisatoren des Olympischen Komitees. Und er war nun so, dass er sagte, am Tag des Herrn, so war er in seiner Frömmigkeit, am Tag des Herrn laufe ich nicht. Der gehört dem Herrn, da gehe ich in Gottesdienst und in die Gemeinschaft. Und da können Sie sich vorstellen, wie das war natürlich eine Medaillenhoffnung, er war ein nationaler Star. Und wie die ihn bekniet haben, erst haben sie ihm Honig um die Ohren geschmiert, um den Mund geschmiert und dann haben sie ihm, gedroht, das wäre ja wohl ein Witz und das ist ja wohl, und das wäre ja auch zur Ehre des Herrn und so weiter. Also man hat alles versucht, aber er blieb hartnäckig. Und da wurde er schon fast quasi verdammt sozusagen in der Öffentlichkeit. Und er entschied sich dann, obwohl auf der 400-Meter-Strecke gerade ein Amerikaner im Vorlauf oder in den Zwischenläufen einen Weltrekord gelaufen ist, auf der für ihn ungewohnten und auch noch nie gelaufenen 400-Meter-Strecke anzutreten. Und kurz bevor es in diesen Endlauf ging, steckte ihm ein gläubiger Masseur, ich weiß nicht, ob es von der schottischen Nation war oder ein anderer, einen Zettel zu. Und darauf stand 1. Samuel 2, Vers 30, ich will ehren, die mich ehren. Und er geht an den Start und gewinnt in neuer Weltrekordzeit. Da hat er seinen Ruf weggehabt, der fliegende Pastor. Das war ein Zeug, ich will ehren, die mich ehren. Spott, Unverständnis, nachher Achtung. Der Henochweg, der Noahweg ist gegen den Strom. Aber Gott wird die ehren. Und wir ehren Gott, wenn wir konsequent auch in einer Welt, die zunehmend antichristlicher wird, unseren Weg gehen. Und jetzt würden Sie sagen, ja, Erik Liddell, der Sohn von Missionaren. Gestern habe ich in den Nachrichten gesehen, in Simbach, ist ja einer der Orte wie Braunsbach und so weiter, wo es so schlimme Überschwemmungen gab. Und da haben die, da standen dir fast die Tränen in den Augen, da haben die so ein Ehepaar gebracht, da ist auch die braune Brühe, das halbe Haus weg und so weiter. Und der Mann, der konnte trotz laufender Kamera, der war den Tränen nahe und er drehte sich auch weg, es ist aus, es ist zu Ende und so. Und dann sagt seine Frau nebendran, nein, sagt sie, wir fangen neu an und jetzt geht's los. Ja, sagt er. Und da habe ich gedacht, was für eine, also die, super.
Und jetzt mögen Sie sagen, ja, das ist ja deprimierend, irgendwie war es ja bei mir bisher nicht so. Aber jetzt geht's los. Fangen an. Was hindert Sie? Sagen Sie, Herr, ich möchte mit dir wandeln, ich möchte jetzt starten. Ich laufe los, wo ist deine Hand? Und diesen Weg wollen wir gehen, sodass es dann heißt, dies aber auch mit Jesus von Nazareth. Amen. Wir wollen beten und erheben uns dazu. Lieber Vater, wir danken dir, dass du Anlauf um Anlauf nimmst, um unser Herz zu bewegen und zu gewinnen. Und dass wir dir so wichtig sind, dass du nicht nur dein Herz gesandt hast, dass dein Sohn nicht nur ans Kreuz gegangen ist und diesen Schmachtod erlitten hat, sondern dass du auch heute bereit bist, in die Schwachheit und Niederung unseres Lebens zu kommen, dass du auch heute unsere Hand suchst, uns ziehen und mitnehmen willst, dass wir für das Eigentliche, das Bleibende, das Ewige, das wirklich Erfüllende leben. Und du weißt, wie dumm wir oft sind und unser Glück irgendwo suchen, unsere Zeit vertrödeln. Danke, dass du uns vergibst und danke, dass wir immer wieder neu anfangen dürfen, dass du uns hältst, dass du uns trägst, dass wir mit dir Schritt halten dürfen. Dass es auch von uns heißen kann, auch dieser war mit Jesus, auch dieser wandelte mit Gott. Und das schenke uns. Und so wollen wir dich ehren, dich loben und deinen Namen heiligen und preisen. Amen.